Da drin sind gerade Mentos und da ist Cola drin. Im Cola sammelt sich das CO2 und sammelt sich dann auf die raue Fläche von den Mentos und strömt dann raus. Das sammelt sich dann in Luft und da ist sicher starker Druck und wenn man das auslässt, dann hat es dich rum. Jetzt die verbogene Büroklammer und die normale. Du das ganz vorsichtig aufs Wurst drauf. Durch die Oberflächenspannung kann jetzt die Büroklammer da drauf schwimmen. Genauso auch die Wasserläufer. Wir machen das beim See. Dann machen wir jetzt so ein Splendid oder halt ein Spülmittel drauf dann und da bricht es die Oberflächenspannung. Und siehe da, was passiert? Die Büroklammer fällt runter.